Hallo, ich bin StonyHigh von GMP und ich werde euch heute zeigen, wie ihr Mods auf dem Mac installieren könnt. Das werde ich euch zeigen an dem Beispiel von Too Many Items, wo wir auch ein Tutorial zu haben. Und als erstes ladet ihr euch die aktuellste Version runter. Dann kommt ihr auf Mediafire und dann müsst ihr hier klicken. Der Download geht richtig schnell, also da sollte man eigentlich nicht zu lange warten. Dann habt ihr Too Many Items und kopiert alle Class-Dateien. Bearbeiten, kopieren. Das braucht ihr dann erstmal nicht mehr, also eigentlich braucht ihr es gar nicht mehr. Und dann geht ihr auf euren Home-Folder, Library, Application Support, Minecraft, Bin und dann habt ihr hier die Minecraft-Jar. Die benennt ihr um in Minecraft-Jar.zip. Zip verwenden und dann macht ihr darauf einen Doppelklick und dann ist es ein Ordner, der Minecraft.jar heißt. In diesem Ordner sucht ihr jetzt einen Ordner, der das war nicht beabsichtigt. Da. Diesen Ordner sucht ihr, meta-inf, den in den Papierkorb legen, weil sonst gibt es nur Probleme. Und jetzt macht ihr einen Rechtsklick auf den Minecraft.jar Ordner und dann auf Objekte einsetzen. Die Objekte wollen wir alle ersetzen. Und jetzt sollte der Mod eigentlich installiert sein. Singleplayer Mods Showroom Play Selected World. Und ja, es hat geklappt. Wir können uns jetzt alle möglichen Sachen ercheaten. Danke, dass ihr zugesehen habt. Ihr könnt euch ja noch das Tutorial zu Too Many Items angucken. Und ja, hier wird es jetzt Nacht und I'm out.